Einen wunderschönen guten Abend und einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, meine lieben Zuschauer und willkommen zum nächsten Teil von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Ja, wir sind auf Nashadar gelandet, wollen den Jedi-Meister Zack-Zick-Wung-Bung finden oder wie heißt der nochmal? Haben wir da irgendwas, wie der heißt? Nee. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir, glaube ich, Kontakt mit der Exchange langsam aufnehmen müssen. Und, boah, sieht schon cool aus hier. Und ja, wie gesagt, probieren wir mal ein bisschen etwas. Die Kopfgeldjäger verhalten sich in letzter Zeit ziemlich ruhig, als ob sie auf etwas warten. Ja, die warten auf uns, das wissen wir natürlich. Wosk. Mutig von euch hierher zu laufen, Ex-Jedi. Mit der Landung auf Nashadar begibt ihr euch direkt in die Klauen des Kriot-Drachen. War das eine Drohung? Ich bin Wosk. Früher bei den Kopfgeldjäger-Gilde, jetzt nicht mehr. Ich habe nichts mehr zu befürchten. Oh, der ist aus den Kopfgeldjägern ausgestiegen. Vielleicht hat er Informationen für mich. Woher wisst ihr, wer ich bin? Auf Nashadar ist einiges über euch bekannt. Viele werden euch nicht erkennen, aber bestimmte Kopfgeldjäger schon. Ihr fragt euch vielleicht, wenn die Oberfläche des Mondes nicht von Kopfgeldjägern wimmelt, die euch fangen wollen. Vergesst es, ich möchte euch noch etwas anderes fragen. Oh. Ah, hier, könnt ihr mir sagen, wie ich die Gilde finde? Das geht nicht. Sie beanspruchen kein Territorium. Sie sind über ganz Nashadar und die ganze Galaxis verteilt. Was kann ich tun, damit sie sich zeigen? Credits sind das Blut im Herzen jedes Kopfgeldjägers. Macht genug Ärger, dass ein Preis auf euer Kopf ausgesetzt wird. Sorgt dafür, dass er so hoch ist, dass sie vor Gier verrückt werden und keiner wird dem Wunsch, euch zu töten, widerstehen können. Das klingt nicht gerade beunruhigend. Wie kann ich mein Kopfgeld erhöhen? Macht Ärger. Macht jemanden so wütend, dass es ihm egal ist, ob unter den Kopfgeldjägern Waffenstillstand herrscht oder nicht. Nun denn, ich denke, das sollten wir irgendwie hinkriegen. Wen soll ich in den Wahnsinn treiben? Am besten wäre wohl die Exchange. Niemand sonst dürfte genug Credits haben, um... Bla bla bla. Das ist, ist gefährlich und, dort man einen Wookie an mit einem bestimmten Erfolg. Okay. Wookie? Bestien von einem Planeten in... Ah ja, was Wookies sind, weiß ich. Schon gut, ich gehe dann jetzt. Also wir sollen Ärger machen. Ein bisschen Rabauk sollen wir machen. Also ein bisschen Theater, Rabatze. Gut, das schaffen wir. In dem sind wir eigentlich relativ gut. Dun, 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 dun. Ah, wir sind auf der anderen Seite von dem Ding hier. Verstehe. Okay. Dun, 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 dun. Wir sollen also ein bisschen Ärger machen. Ein bisschen Ärger. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Hier ist nichts. Tu mal ein bisschen Sport einlegen. Es sieht echt cool aus hier. Ja. Nicht schlecht. Hey, ich hab das Schiff gesehen, mit dem ihr gekommen seid. Mein Schiff. Bitte was? Geht mir aus dem Weg. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben noch was zu klären. Wenn ihr mir nicht aus dem Weg geht, müsst ihr sterben. Das werden wir ja sehen. Sei auf der Hut. Nashadar kann ziemlich gefährlich sein. War das eine Drohung? Ich krieg die ganze Zeit dunkle Punkte, aber bringt's das überhaupt noch, wenn man schon ganz dunkel ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, tiefer geht nicht mehr. Wo geht's hier hin? In den Flüchtlingssektor. Erstmal erkundigen wir jetzt hier die Gegend fertig. Ah, hier geht's noch rein. Oh, was haben wir denn da? Wenn ich's doch sage, es ist alles hier. Ich hab's dir tausendmal gesagt. Was soll ich denn mit nur zwei? Du wirst mich bezahlen für die beiden. Boss. Ein Hinterhalt. Ich werde mir einen doppelzügigen Leku über den Kamin hängen. Squeak. Greifen die mich jetzt an, oder? Oh, ja, klar, mit einer Axt. Lass keinen am Leben. Nun denn, meine Lieben. Nun denn.
Die mit ihren behinderten Granaten, Alter. So, ist gut. Keine Chance. Der hat noch was liegen lassen. Zeig mal her. Hey! Der hat doch seine Sachen. Ja, komm. Machen wir erstmal das auf. Aha. Ein paar coole Granaten. Ah, anscheinend ist hier wirklich nichts mehr dabei. Also Ärger machen wir langsam schon ein bisschen. Ein Kristall. Oh, und out. Ihr aussieht wie Mensch, der gut Angebot will, ja? Nein, hier keine schlechte Ware, nur gute Waffen oder gute Rüstung. Kein Kredit, nur Bar zu bezahlen, alle Ware. Seht euch um. Ah, das ist ein Händler. Dann sehe ich mir mal deine... Warte mal schnell. Dann zeig mal, was du anzubieten hast. Okay, eine Robe. Oh, Kristalle. Ja, das sind aber meine besser. Finde ich jetzt. Granaten. Jo. Irgendwie nicht so das Wahre hier dabei. Okay. Ah, hier waren wir schon. Kudin. Schrotthändler. Was verkauft ihr? Viel Schrott, nützlichen Müll, Abfallmond, Kudin sammelt, pflegt, verkauft. Ihr wollt Teile? Ah, Droidenteile hatte. Lasst mich mal sehen, was ihr habt. Ein HK-Droidenprozessor. Ich nehme den mal mit, aber ich glaube, wir haben schon alle HK-Teile, oder? Was soll ich mit diesen? Ah ja, gut. Ja. Und da hinten ist noch mehr los. Yeah. Richtig Action hier. Bitte. Ich habe der Exchange schon alles gegeben, was ich hatte. Sind richtig aggressiv hier. Aber ich... Ah, da kommen ja eure Credits. Wird doch Zeit. Diese Herren hier werden langsam ungeduldig. Ja, so ein Wichser. Der nächste, der mich bedroht, stirbt. Töte den Menschen und dann töten wir die anderen. Ach, Leute. Keine Chance. Cool, wie saß das Levelaufstieg? Verletzte heilen, so will ich das sehen. Kräfte. Komm, ich geb dir mal... Oder? Nee, ich mach da so, ja. Sehr schön. Dieser Bastard, Alter. Bist du verrückt? Das waren Geldeintreiber der Exchange. Wenn die das erfahren, schicken sie Verstärkung und machen dich fertig. Ja, das ist gut. Ich werde mit ihm fertig, aber erst brauche ich Informationen. Ihr habt mich da reingezogen. Dafür werde ich euch jetzt töten. Was? Nein! Doch, werde ich. Ihr erledigt den Rest. Vorausgesetzt, dass sie das hinkriegen. Doch, doch. Sehr schön. Ah, dann hat's noch Überreste zu holen. Alter, wie die mich hier zubuffen. Ich bin ja eine Mördermaschine. Ah, ihr seht aus wie ein erfahrener Raumfahrer und ihr seid vielleicht auch ein Commander. Rüstung. Also Waffen und Rüstung. Dann zeig mal, was ihr habt. Ja. Naja. Ist noch nicht so das, was ich will. Was hatten wir sonst noch so für mich?
Was meint ihr vorher mit zünftiger Kriegsveteran? Ihr könnt euch für einen Rhodianer gut ausdrücken. Es war ein Vorteil, unter vielen Rassen zu leben. Es hat mir einen Clan. Ich muss zugeben, dass mir die Form und Prägung der Menschen schon immer gefiel, aber meine Präzision hat mich beantwortet. Klar. Okay. Gut, also haufenweise Händler haben wir hier. Wir sollen also Ärger machen. Eure Gedanken werden gestört. Ich spüre sie wie einen Schauer, der euch durchläuft. In der Luft liegt ein Verlangen, ein Hunger. Es ist Nar Shaddaa, das wahre Nar Shaddaa, das ihr um euch herum spürt. Ihr spürt den Mond, bar jeden Metalls, jeder Maschine. Und ihr spürt die Strömungen der Macht. Ich bewege mich so schnell, beinahe wahnsinnig. Es überrascht mich, dass ihr es spüren könnt. Ich hatte befürchtet, eure Wahrnehmung solcher Dinge wäre abgetötet worden. Was ihr spürt, ist das Echo der Gedanken dieser Kreaturen in der Macht. Ihre Wut, ihre Gier, ihre Verzweiflung. Das ist das Leben. Kann ich es kontrollieren und diese Leute steuern? Man könnte genauso gut versuchen, das Universum zu heilen. Aber eine solche Manipulation ist möglich. Ja. Man muss den kritischen Punkt in der zerstörten Masse spüren. Und ihn so ansprechen, dass die Echos zu eurem gewünschten Ziel reisen. Nun denn. Dann ist eine solche Kontrolle möglich. Nicht so, wie ihr denkt. Die Fähigkeit, die Gedanken anderer zu beeinflussen, sie zu beherrschen, erlangt man nicht durch rohe Gewalt. Manipulation geschieht, indem man alle Ereignisse oder nur bestimmte in Gang setzt. Durch Lehren, durch Vorbilder, durch Überzeugung. Die größten Siege bestehen nicht etwa in Manipulationen, sondern darin, anderen die Augen zu öffnen, ihnen die Wahrheit, an die man selbst glaubt, zu offenbaren, sie als Echo um euch herum zu hören im Leben. Aber lasst uns schweigen. Worte und Gedanken sind nur Ablenkungen. Spürt diesen Moment, solange er noch andauert. Maxim, nicht schlecht. Machtmaximum erhöht. Wir werden beobachtet. Hey, die kenne ich doch. Nia, dreh dich um. Noch nicht, Schwester. Wir müssen warten. Warte. Warten ist so schwer. Der schöne Verbannte. Und doch müssen wir die Vorfreude, Schwester. Erst durch die Warten wird man sich das Wert der Beute bewusst. Ach, so richtig gebinderter Mann. Wir kommen in eine Kantine anscheinend. Zumindest hat das so Was haben wir denn hier? Psst. Geht in die Pasak-Höhle? Ja, kann ich euch irgendwie helfen? Da drin ist ein Spieler namens Geridi. Was, Geridi? Wir müssen ihn dazu bringen, herauszukommen, damit wir mit ihm reden können. Warum geht ihr nicht einfach rein und redet mit ihm? Der Mensch lässt uns nicht rein. Kann ich ihm etwas auswischen? Nein, wir würden ihm die Nachricht lieber persönlich überbringen. Die wollen ihn sicher umbringen. Klingt fast, als wäre eine kleine Belohnung da drin. Sagen wir einfach, ihr würdet mir damit einen Gefallen tun. Okay. Dann machen wir das doch. Lösung. Macht die Bereden nicht da frei. Ihr dürft rein. Haha. Neuer Tagebucheintrag. Wartungstriede, TT32 hatte ich. Ah, ja, toll. Willkommen in der Pasak-Höhle. Geridi heißt er. Ah, da haben wir ihn doch. Wollt ihr spielen, Mensch? Hm? Wenn ihr spielt, könnt ihr verlieren. Keine Zeit für große Trauer und Aufregung der Menschen. Kein Ärger, keine Aufregung. Meine Freunde warten draußen. Freunde? Wovon redet ihr? Macht überreden. Ihr solltet hinausgehen. Ich sollte hinausgehen. Ja, die nehmen den jetzt auseinander. Du rantamana sobu.
Ein dunkler Punkt, neuen Tagebucheintrag. Aber ich sehe den ja überhaupt gar nicht. Okay. Sehr schön. Gast, Gast, Gast. Was haben wir hier? Spieler. Hallo, anscheinend hat Nasha da endlich mal was Interessantes ausgespuckt. Du mich auch, Schätzchen. Was kann ich für dich tun, Schätzchen? Ich hab keinen Bock auf Berserk spielen. Die will mit mir Berserk spielen. Keine Ahnung, wie Berserk funktioniert. So. Gast, Gast, Spieler, Androide. Oh, hallo. Sie erwischen mich in einem günstigen Augenblick. Normalerweise wollen viele Spieler mit mir spielen, aber sie haben Glück. Es ist gerade sehr ruhig. Warum wollen so viele mit dir spielen? Das liegt wohl daran, dass ich kein sehr guter Spieler bin. Leider machen die Fähigkeiten eines Protokolldroiden und die Sprachverarbeitung noch keinen guten Berserk-Spieler aus. Warum verschwendest du dann deine Zeit? Nun, ich kann nichts dagegen tun. Immer wenn ich eine Antwort auf diese Frage suche, bekomme ich das Bedürfnis, hierher zu kommen und Berserk zu spielen. Ich befürchte, dass mein Speicherkern das Problem ist. Ohne regelmäßige Speicherlöschungen sind Degeneration und Instabilität unvermeidbar. Meine Berserk-Sucht scheint ein Zeichen dieses Verfalls zu sein. Kann ich den reparieren? Schon gut, ich gehe dann. Na gut, dann hätten wir das erledigt. Wer ist das denn? Hast du Geld? Geschenke für Kalana zum Verkaufen? Ich bin wegen der Exchange hier. Bitte nicht nach Navi tun. Vielmals Verzeihung, da kann auch nicht wissen, dass du gehörst zur Exchange. Warum soll ich mich mit der Exchange einlassen? Du andere Kleidung als andere Menschen. Du kommen auf Schiff. Nur Große von Exchange haben viel Geld, ja? Ich will die Exchange vernichten. Mehr musst du nicht wissen. Ich habe schon ganze andere Planeten vernichtet. Du lieber nicht zu lange warten, können nicht auf Schmugglermond rumlaufen und nur nicht Exchange treffen. Dann sie sehr böse und tun dir weh. Das werden wir sehen, das ist mir egal, ich gehe dann jetzt. Okay. Alle haben Angst vor der Exchange, vor der guten alten Exchange. Oh, Cantina. Hey, wo ist meine Maske? Was geht hier vor sich? Sie sah gar nicht so übel aus. In der Tat, sie sah sehr viel schlechter aus. So einen Tanz müsste ich noch nie tragen. Ein Schmach für den Twi'lek. So zu tanzen. Der letzte Tänzerin war ein Verwandter von mir. Deshalb habe ich viel von seiner Unzufriedenheit abbekommen. Che ciubo graio bono cada ita partizza ton merinita. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita ta bosananansata. Nein. Dovre kun mili wosa slima po wanga samwana nuta. Was springt für mich dabei raus? Chone murlera. Ton kinge ba no jansaka nikaraska. Tanja nik de mawin. Ein Bonus und Geld will ich bekommen. Erzählt mir von Vogel. Da kommt da,
Jacques, Playa Justing, Mikigon Gobeast, Kun Grabila King no Mulara, Kichi Kuta Grasa Kisha, John Mullera, Tonking Bano Jansaka, Nicaraska, Tancha Nik, the Mawino Granta Mibilan. Was springt für mich dabei raus? John Mullera. Was wollt ihr von mir? Come tag, Playa Justing, Mikigongo Beast, Kun. Was ist mit Kraya? Keine Sorge. Da Hupa, Bossa Kurata, Go Juju Toyoki, Hiata. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, das sind einfach nur Gäste. Das sind Gauner? Na gut. Ihr seht aus wie ein erfahrener Weltraumpilot. Was wollt ihr hier? Wisst ihr etwas Interessantes über diese Gegend? Mal ehrlich. Für Leute wie euch und mich ist hier nicht mehr viel zu holen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich verstehe, was könnt ihr mir dann sagen? Tja, die haben hier eine Menge zu tun. In der Pasak-Höhle, beim Swoop-Rennen in Yek Yek Tar, sie sind ziemlich beschäftigt. Okay, ich gehe dann jetzt. Wie kriege ich denn die Aufmerksamkeit der Exchange auf mich gelenkt? Das ist alles nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Das sind alles so kleine Nebenaufträge, die ich hier bekomme. Das finde ich als... Wir gehen mal da unten rein. Sehr ärgerlich, meine Lieben. Sehr ärgerlich. Mal gucken, was wir hier so finden. Flüchtlingssektor. Okay. Was macht ihr hier? Ihr habt hier nichts zu suchen. Ihr seid kein Flüchtling. Es sei denn, ihr habt Credits und gebt sie uns. Bedrohen. Wenn ihr mich bedroht, zieht eure Waffen und wir bringen es hinter uns. Nein, ihr wolltet einen Kampf und jetzt habt ihr ihn. Zu schwach. Ich werde ihn lehren zu sehen. Ich mache ja richtig Ärger hier, muss ich zugeben. Links, rechts, wir gehen nach rechts. Meine kinetische Tür verriegelt. Tür. Alter, was ist denn das hier für ein Labyrinth? Hier ist nichts zu holen? Oh Gott, oh Gott. Heieiei. Hey, jetzt mal ernst. Oh, was haben wir hier unten? Das ist das Revier der Sirecco. Verschwinde hier, bevor wir dich umlegen, verstanden? Schon wieder in der Metrode. Warum versucht ihr es denn nicht? Du hast dir gerade einen gefährlichen Feind gemacht. Oh, Leute, Leute. Oh, die sind so schwach. Räumen wir jetzt das ganze Ding da drin auf. Sieht fast so aus. Also, mit unserem Charakter Nier hier sind wir ja einfach eine Nummer zu stark. Wirklich erstaunlich, dass du so weit gekommen bist. Aber hier ist Endstation. War nicht besonders schwer.
Ihr wollt ja alle förmlich verprügelt werden. Tu, was du nicht lassen kannst. Yep. Fast schon langweilig. Wo ist ein Visa? Bringt das zu Ende. Erstmal alles erkunden hier. Mal ein bisschen Action wenigstens. Da. Hier gibt es wenigstens was zu holen. Ich bin mal gespannt, wie es nach Nashada weitergeht, weil dann haben wir ja eigentlich keine Planeten mehr, auf die wir können. Hier gibt es nichts zu holen. Die sind bereits tot. Ah. Wollt euch nicht hören. Hallo. Lächerlich, schwächlich. Keine Herausforderung. Okay. Hier haben wir noch ein paar Überreste. Ein Durchgang noch hier. Ah, eine Kiste. Hey, wie ich hier hochgebufft bin. Unglaublich. So. Heiß, das sieht aber auch aus hier. Oh, hallo. Yeah. Boah. Versperrt. Eieiei, Leute. Versperrt. Hätte man auch noch woanders lang gehen können? Nicht, gell? Nee. Das ist, glaube ich, wir kommen jetzt einfach auf der anderen Seite raus. Kann das sein? Wir gehen mal nach da unten. Vielleicht gibt es da noch was zu holen. Huiuiui. Ah, das ist ja das Flüchtlingslager. Stimmt. Gaul. Was für Information? Ein Tipp, wie wir an gute Beute kommen. Sicher. Ich habe Container voller Ware mit einem Tarnfleckgenerator und sicherheitsfähigen. Okay. Nada. Seid ihr einer der Leute von Sakwesh? Habt ihr meine Tochter entführt? Ich habe eure Tochter nicht. Arbeitet ihr nicht für Sakwesh? Er hat mir meine Tochter weggenommen. Adana, um sie den Hutten zu verkaufen. Nur weil ich gesagt habe, dass ich seinen Tribut nicht zahlen kann. Bezahlt einfach den Tribut. Aber ich habe das Geld nicht. Ich schulde ihm 600 Credits. Überreden. Wenn ihr eure Tochter beschützen wollt, solltet ihr Sakwesh bitten, euch gemeinsam mit ihr zu verkaufen. Ja, so könnten wir zumindest zusammenbleiben. Oh, genau. Das ist schrecklich. Einfach schrecklich. Aber ich muss bei Adana bleiben. Tschüss. V.
Wieder Grüße an Adana. 1000 Erfahrungspunkte, 9 Tagebucheintrag bekommen. Flüchtling. So. Okay, meine Lieben, ich glaube... Halt mit dem... Willkommen, Reisender. Mein Name ist Husef. Hi, Husef. Ich bin auf der Suche nach den anderen Flüchtlingen. Ihr habt ganz allein die Sereko ausgerottet? Jupp. Beeindruckend. Ihr habt unser Leben hier sehr viel leichter gemacht. Überreden, ihr seid alle verloren. Ihr solltet euch der Exchange einfach ergeben. Ja, wir leben in schlechten Zeiten. Aber ich werde mich der Exchange nicht beugen. Ich gehe viel dann jetzt. Okay. Noch ein Flüchtling. Wie traurig. Ich verlor meinen Ehemann, Lutra, vor langer Zeit im Jedi-Bürgerkrieg. Das ist traurig. Ich gehe dann jetzt. Ich weiß nicht, ob ich hier unten wirklich weiterkomme. Seid gegrüßt. Seid ihr der Raumfahrer, von dem man uns erzählt hat? Oh. Und wenn? Ihr seid es. Gut. Meine Familie und ich wollen hier weg. Ich habe das Geld hier. 500 Credits. Überreden. Ausgezeichnet. Gebt mir einfach, ich bin gleich zurück. Ich habe die Andockgebühren erhöht. Ihr müsst leider 800 Credits verlangen. Das können wir uns nicht leisten. Wären 600 genug? Nein, tut mir leid. 600 reicht nicht. Okay, versuchen nicht meine Großzügigkeit auszunutzen. Ah ja. Oh, vielen Dank. Hier habt ihr die 600 Credits. Holt uns bitte möglichst schnell ab. Wohl kaum, aber danke für die Credits. Nein, bitte. Bitte helft uns. Tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Elender Lügner. So. Also, meine Lieben, wir sind wieder zeitlich an einem Punkt angekommen, wo ich sagen würde, das reicht. Wir haben wieder einiges erlebt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, der Part. Ich fand ihn cool und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und ciao, Leute.